Hoffentlich können wir noch. Oh, verdammt, das ist aber ärgerlich. Gut, den werden wir aber auch bekommen. Von daher mache ich mir gar keine Sorgen. Dann machen wir wenigstens diese hier. Ich glaube, hier gibt es auch Zermiereter oder so. Das ist ja auch dann ganz gut, weil dann. Ah, zartes Fleisch brauchen wir auch. Okay, das passt ganz gut. So, und wir brauchen noch so ein zähes Fleisch. Genau, zähes Fleisch war auch sehr wertvoll für uns. Königsstab brauchen wir auch. Wunderbar. Das passt ja gut. Dann können wir die anderen Quests, worauf ich eher nicht so Lust habe, machen. Wunderbar, sehr schön. Grabfüchse brauchen wir auch. Grabwölfe meine ich auch, meine ich. Die brauchen wir auch. Dann machen wir die schnell. Und da müssen wir nachher durch. Das ist nämlich. Oder wo ist das? Sandige Hügel. Nee, das war doch woanders. Okay, alles klar. Egal. Wenigstens. Und Zahnfleisch. Ah, oh, sehr schön. Dann brauchen wir, glaube ich, nur noch zähes Fleisch. Und dann haben wir eine nächste Quest fertig. Ich glaube, die. Dafür bekamen wir relativ human viel Erfahrungspunkte, glaube ich. Ich weiß es jetzt nur nicht. Zartes Fleisch. Wartet mal. Ich glaube, das war die Barbecue-Party, ne? Barbecue-Party. Und ein zähes Fleisch brauchen wir. Dafür bekommen wir aber 5000 Erfahrungspunkte. Und das ist schon echt gut. Also die möchte ich schon echt gerne haben. So, und ich verkaufe natürlich auch noch was anderes. Ja, oder eher gesagt, mein Bruder verkauft das eher. Der hat ja, spielt ja auch Fiesta Online. Und ich habe denen ja mein Zeug gegeben, dass er das verkauft. Und ja, hoffentlich geht das Zeug auch weg. Also, es ist ein 90er Boss. So, das haben wir, okay. Ja, 90er Bossbogen. Dennoch 55er, ja, Kriegerzeug. Außer der Axt eigentlich alles. Aber ja, bin auch vom Preis ein bisschen runtergegangen. Und wenn ich das alles verkauft habe, habe ich denn schon. Oder. Verdammt. Ganz ehrlich, ich nehme es einfach auf. Kann ja nicht schaden. Und ja, mein Gott. So, Grabwolf brauchen wir noch. Okay. Und genau. Das Problem bei denen ist. Oh. Oh. Was haben wir hier? Und tschüss, brauche ich ja nicht mehr. Wäre natürlich mega cool gewesen, wenn das so ein richtig fetter Stiefel gewesen wäre. So, das Leder brauchen wir Gott sei Dank nicht mehr. Ja, ich meine, wir sind ja eigentlich schon in der Nähe vom Verlies, dann können wir eigentlich auch mal reingucken und da mal was machen. Ist natürlich schlau, dass er jetzt nach vorne gegangen ist zum Angreifen. Guck mal, wie viel wir schon haben an Dings. Das ist schon echt heftig. So, dann machen wir mal kurz das. Warten kurz mal einmal ab. Ruhen uns kurz aus. Und haben. Also gut, so viel brauchen wir gar nicht mehr. Gut, dann machen wir jetzt die. Also das Feuer der Lampenvivis. Gelangweilter Fuchs versuche ich noch. Und allgemein die gelangweilten Füchse brauche ich. Und da hinten ist ein Zombie-Ritter. Was mich sehr erfreut. Weil siehst, ich wusste es. Dass es einen gibt und ihr seht, die Lampenbabys haben sehr viel Verteidigung, also sind sehr, sehr starke Gegner. Und hier hinten sind auch Königsstäbe, brauchen wir auch. Und da ist eine Flamme, sehr schön. Wunderbar. So, zartes Fleisch. Haben wir in Massen? Dann brauchen wir noch ein Auge, das machen wir schnell. Schadet ja nicht. Und dann gehen wir mal, glaube ich, gleich. Hallo, das Auge brauche ich. Guten Tag, hallo. Das wäre schön, wenn du aufploppst. So. Da haben wir es. Sehr schön, haben wir es auch. Wunderbar. Dann machen wir noch gelangweilte Füchse. Das wird natürlich ein Spaß werden, weil ich, wie ich es richtig gesehen habe, macht diese Quest noch jemand anders. Und somit sind die Spawns. Oh, das ist jetzt richtig blöd. Eine richtig blöde Situation. Hoffen. Oh. Das war richtig kritisch. Um Gottes Willen. Also mit einem Zombie-Ritter ist das echt nicht zu spaßen.
Weil die machen nämlich sehr viel Rabatz. Und ich will ja nicht unnütz sterben, ne? So, dann machen wir den Zombie kalt. Und dann geht's jetzt los. Gut, dann sind wir ein bisschen. Keine Flamme, das ist sehr schade. Das ist sehr schade, dass wir keine Flamme bekommen haben. Sehr ärgerlich. Finde ich ein bisschen blöd, weil rein theoretisch müssten ja diese Gegner eigentlich auch diesen Drop geben, weil das ja deren Element ist, sozusagen. So, jetzt brauchen wir noch einen Zombie-Ritter und dann haben wir es auch geschafft. Sehr schön. So, ein Lampen-Vivi würde ich noch gerne machen. So, und dann versuche ich mal, oder gucke ich halt eher, ob wieder noch die gelangweilten Wölfe an diese rankommen. Wenn wir zum Beispiel ja eine Quest davon wenigstens abschließen können, das wäre wunderbar. Für die heutige Aufnahme wäre das ein Vorteil. Und immer noch kein zähes Fleisch am ja, rumfliegen. Also da hinten gibt es nämlich diese gelangweilten Wölfe. Ich mache auch mal gerne so, damit ich so von der Ferne erkennen kann, ob ich. Das ist natürlich sehr ärgerlich und schade. Oh, was haben wir denn da? Ein Zombie-Ritter. Hallo, guten Tag. Ja, ich denke, ich werde ganz kurz danach eine Aufnahmepause machen, weil ich kurz was machen muss. So. Komisch, dass diese Zombies kein Dings geben. Kein Fleisch. Wäre irgendwie witzig, so vergammeltes Fleisch. Aber naja. Das mit gelangweilten Füchsen ist schon ein bisschen ärgerlich, aber das Problem ist, ich habe leider keine, nicht genug Zeit und von daher muss ich dann halt damit zufrieden sein. So. Gut, ihr Lieben, also wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann wieder da bin. Also, bis da ist man wirklich einmal kurz, wirklich nur einmal kurz AFK und dann stirbt man schon von zwei Zombies. Egal, wir haben jetzt zwar nur 1105 Erfahrungspunkte verloren, aber trotzdem ist es sehr unnötig ärgerlich. Gut, wir sind hier und wo sind. Ne. Ach, wir sind da hinten. Oh, schade. Ich dachte so, oh geil, jetzt sind wir da hinten. Können wir endlich in die windige Höhle und. Oh, wäre schade. Ah, egal. Das passt doch irgendwie dennoch schon. So, da hauen wir mal rein, dass wir dann halt einen Trank zusätzlich haben. So, jetzt haben wir natürlich keinen Buff mehr. Ist natürlich sehr ärgerlich, aber ja, ich sag mal so, ich werde auch nicht allzu lange mehr aufnehmen können, weil ich erstmal keine Zeit mehr habe. Und hoffentlich sind jetzt Zombie-Meister anwesend, das wäre sehr gut. Und nichtsdestotrotz werde ich dann aber anschließend nach den Zombie-Meister, den wir brauchen, hoffentlich macht er den nicht, hoffentlich macht er den. Ich brauche keinen Zombie-Ritter. Och, Leute. Oh, das ist aber ärgerlich. Na gut, dann gehen wir halt wenigstens in das Verlies. Ich weiß, das ist sehr mutig von mir, aber irgendwie muss ich ja weiterkommen. So. What the fuck? Malle Serverkette plus 9 Gebot liegt bei 140 Gem. Holy moly, das ist aber ganz schön viel, ne? Muss man ja dazu sagen. Also ich weiß nicht, ob der Preis wirklich rechtfertigt ist, ob er auch wirklich. What? Krass. Ob. Ja, ist egal. Gut, hier brauchen wir nicht so weit, außer gelangweilte Füchse. Aber das werde ich ein anderes Mal machen, weil ich jetzt keine Lust darauf habe, ehrlich gesagt. Und ja, schade. Ah, verdammt. Ah, geil. Schade. Gut, wir hätten das ja eh nicht bekommen, von daher. Egal. So, jetzt sind wir hier. Und ich werde ganz kurz die Quest abgeben. So,
Hast du sie? Ich war so aufgeregt beim Warten, dass ich fast das Atmen vergessen hätte.